Seit Jahrzehnten gilt der Autor und Reiseschriftsteller Uwe Anhäuser zu den renommiertesten seines Fachs. Seine Bücher sind in internationalen Spitzenverlagen in hochwertiger Aufmachung erschienen. Jo, hier haben wir den guten Ausonius. Das Haus von Uwe Anhäuser ist ein Haus voller Bücher. An seinem Arbeitsplatz entstehen Werke, die weit über das Land hinaus Anerkennung und profunde Kenner finden. Auch internationale Redaktionen schätzen seine Arbeiten, die ebenso wissenschaftlich fundiert wie unterhaltsam sind. Zahllose Veröffentlichungen hat Uwe Anhäuser herausgegeben, darunter auch die schönsten und wertvollsten Bände über den Hunsrück. So etwa von Dumont, der legendäre Kunstreiseführer Hunsrück und Naheland, die Historie des Räuberhauptmanns Schinterhannes und viele andere. Tja, so schön ist unser Land. Doch seit Beginn der rheinland-pfälzischen Energiewendepolitik der rot-grünen Landesregierung sieht sich Anhäuser herausgefordert. Die Landschaft ist mein Lebensraum. Es ist der Raum, in dem seit jeher, seit es Menschen gibt, Kultur geschieht, Kultur gedeiht. Und in unserer Gegenwart erleben wir aber, dass in der rheinland-pfälzischen Landesregierung offenbar die Kulturlandschaften gegeneinander auf- oder abgerechnet werden. Uwe Anhäuser lebt im Kreis Birkenfeld an der Grenze zum Rhein-Hunsrück-Kreis. Der Hunsrück ist für ihn ein wichtiges Thema. Regelmäßig begeht er den Sohnwaldsteig, der vor seiner Haustür ins romantische Hahnenbachtal führt. Wenn es zum Beispiel heißt, dass die Kulturlandschaften des Mittelrheins und der Mosel von Windkraft gefälligst frei bleiben sollen, weil sie so wertvoll sind, dann muss ich daraus schließen, dass mein Hunsrück und auch die anderen Landschaften beiderseits dieser Flüsse wohl Kulturlandschaften minderen Grades sind. Sie werden herabgewürdigt von Leuten, die es offenbar nicht kennen, die es aber versuchen, uns zu regieren. Das ist in meinen Augen eine Katastrophe, was da geschieht. Wie viele seiner Generation hat auch Uwe Anhäuser schon früh den Protest gegen Atomenergie unterstützt. Die Atomenergie ist eine Energie, die abzulehnen ist, schon allein deshalb, weil es kein Endlager gibt und weil die Folgekosten des Atomstroms noch unsere Urenkel wahrscheinlich tragen müssen. Trotzdem geht Anhäuser mit der Energiewendepolitik hart ins Gericht. Es sind Leute, die unsere Landschaft zerfleddern, die unsere Landschaft mit Windindustrieanlagen zukleistern, gegen den Willen der Bevölkerung. Ich glaube sogar, denn ich lebe mitten in der Bevölkerung, anders als die Regierenden, ich glaube sogar, dass längst eine übergroße Mehrheit von Hunsrückern gegen Windkraftanlagen ist, so wie sie hier nun erbaut werden. Anhäuser verfolgt seit langem die Kommerzialisierungsinteressen in der Natur. Nicht alles, was von Gemeinderäten gut gemeint ist, wirke sich auch so aus. Wir haben nichts gegen Windkraft, gegen die Nutzung der Windenergie, aber bitteschön nicht so, wie es zurzeit geschieht, sondern das muss überlegt von oben herab geplant werden und nicht, wie es zurzeit ja geschieht, dass man es den Kommunen überlässt, wo auf unterster Ebene zwischen Dörfern und Verbandsgemeinden Streitereien dadurch entstehen. Da entstehen Konkurrenzen, da entstehen fürchterliche Situationen, einfach deshalb, weil von oben herunter gesagt wird, ihr macht das mal ruhig. Wir kümmern uns nicht darum, sondern ihr wisst ja am besten, wo es bei euch geht mit den Windanlagen. Damit sind die Kommunen überfordert. Es sitzen nicht überall als Ortsbürgermeister Umweltschützer, sondern da geht es um den Gemeindesäckel, da geht es um Geld. Und beim Geld hört bekanntlich die Freundschaft auf. Rheinland-Pfalz hat einen Wahnsinnsvorrat, einen übergroßen Vorrat an Energie, die nicht genutzt wird. Ich meine die
Fließenergien des Rheins, der Mosel und auch der Seitenflüsse. Es gab einen vielversprechenden Versuch vor einigen Jahren in St. Goar mittels einer Flussturbine die Strömungskraft des Rheins auszunutzen und in elektrischen Strom umzuwandeln. Der Versuch wurde nach meinen Informationen eingestellt, weil jegliche Fördermittel fehlten. In Rheinberg, die Investoren sind aber nach meinen Informationen jetzt schon so weit, dass sie demnächst Energieanlagen, also Flussturbinen oder Strömungskraftwerke, wie man sie richtig nennt, für Pakistan bauen, nicht für Rheinland-Pfalz. Der Wohlstandsbürger von heute ist im Grunde schon der legitime Nachfahr des Kolonialherren der Vergangenheit. Das müssen wir schon so sehen. Wohlstand für alle bedeutet, dass alles, was wir hier mit Energie anstellen, reines Luxusgehabe ist. Das, was für uns eigentlich das erste Gebot sein muss und es wahrscheinlich eines Tages zwangsläufig sein wird, ist das Sparen von Energie und nicht das hemmungslose Verschwenden. Uwe Anhäuser steht der öffentlichen Haushaltswirtschaft kritisch gegenüber. Für ihn sind viele Nöte von Gemeinden hausgemacht. Denn ich sehe das so, dass die Gemeinden oder die unteren kommunalen Ebenen durch die Politik von oben bewusst in solche Notsituationen gebracht worden sind, dass sie jetzt auf Teufel komm raus nach Geldquellen suchen müssen. Auch das Konzept des geplanten Nationalparks von Rheinland-Pfalz ist für Anhäuser eher ein Feigenblatt, dass die Verwertung von Natur aus wirtschaftlichen Interessen verdecken soll. Ich sehe gar keinen großen Unterschied zwischen der begonnenen Windindustrialisierung des Sohnwaldes und dem, was unmittelbar am Rand des Hoch- und Iderwaldes geschieht. Dort, wo, wenn es denn sein sollte, der Nationalpark Hochwald entstehen sollte, wachsen zurzeit unmittelbar an dessen Rand riesengroße Windräder empor, die genauso einen Eindruck vermitteln, die genauso sehr die Landschaft beschädigen wie bei Rheinböllen und Dörrebach und Ellern im Sohnwald. Auch diese in meinen Augen lächerlichen Versuche, die Wanderer durch Winderklärungspfade oder jetzt neuerdings sogar durch ein Windenergiegewinnungsmuseum, wie es allen Ernstes hier in unserer Gegend angedacht ist, einzuwickeln, das ist wirklich zum Schreien komisch eigentlich. Der Wanderer, der die Natur liebt und der sich gerne im freien Gelände mit weiten Horizonten bewegt, wird im Hunsrück von Windrad zu Windrad laufen müssen und wird sich von Windrad zu Windrad mehr ärgern. Und dieser Wanderer wird nach seiner ersten Wanderung durch den Windrad gespickten Hunsrück wahrscheinlich nicht mehr so gerne wiederkehren, falls überhaupt. Ich finde es unverschämt, aus dem Munde eines Staatssekretärs in Rheinland-Pfalz hören zu müssen, dass sich die heranwachsenden Generationen an die Windkraftanlagen gewöhnen werden. Man könnte genauso gut auch jemanden zwischen lauter Misthaufen aufwachsen lassen. Irgendwann gewöhnt er sich daran. Nein, was hier geschieht, ist, dass mit dem politischen Willen der grünen Regierung oder der grünen Ministerien in Mainz die Landschaft ihr Gesicht genommen bekommt. Und das, finde ich, ist ein Verbrechen gegen die Natur und auch gegen die Menschen, die hier leben müssen.